Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid auf unserem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema Druckmessplatte. Warum machen wir Messungen mit der Druckmessplatte? Was sind die Benefits davon? Und wie läuft eine genaue Messung ab? In unseren Masterfittings oder auf expliziten Wunsch bauen wir mit euch während der Fitting-Analyse eine Messung auf der Druckmessplatte, dem Sam Balance Lab, ein. In der Regel machen wir die Messung mit einem Eisen 7 und oder mit einem Driver. Die zwei wesentlichen Key-Elemente sind einmal die Verlagerung von rechts nach links, also wie viel Gewicht bringe ich auf meinen rechten Fuß, wie viel Druck und wie viel Druck bringe ich wieder zurück auf den linken Fuß. Im zweiten Schritt geht es um die Stabilität zwischen meinen Hacken und meinen Zehenspitzen. Rein biomechanisch ist es ganz, ganz simpel, denn jede Bewegung, die ich nachher ausführe, startet von der Kette her in meinen Füßen. Das bedeutet, wenn nachher mein Oberkörper eine gewisse Rotation macht oder meine Schultern nach vorne kommen oder nach hinten kommen, dann ist der Ursprung dieser Bewegung in den Füßen. Das heißt, man sollte der Druckmessplatte viel, viel mehr Aufmerksamkeit schenken, weil man ganz, ganz viele wertvolle Informationen bekommt, welche mit einer Videokamera oder auch mit einem Launchmonitor einfach nicht zu sehen wären. Wir machen jetzt heute einfach mal exemplarisch für euch einen Schlag mit einem Eisen 7 und gehen im Schnelldurchlauf mal solch eine Analyse durch. So, hier sehen wir nun den Startbildschirm von unserer Analyse mit oben links unserer Druckmessplatte. Die gelbe Linie ist der Verlauf meines Druckschwerpunktes. Oben rechts habe ich mein Kamerabild. Unten rechts habe ich eine ganz vereinfachte Darstellung mit meinem linken Fuß, mit meinem rechten Fuß. Der rote Punkt skizziert den Center of Pressure, also meinen Druckschwerpunkt in der aktuellen Kameraposition, also in der Setup-Position. Wenn wir uns den jetzt mal beispielhaft anschauen, dann sehen wir hier, dass 55% von meinem Gewicht auf dem linken Fuß ist, 45% auf dem rechten Fuß, also minimal mehr auf dem vorderen Fuß, was mit dem Eisen relativ normal ist. Und dann sieht man, dass bei beiden Füßen von der Verlagerung zwischen Zehenspitze zu Ferse der Schwerpunkt ein bisschen mehr in der Ferse sitzt. So, jetzt starten wir mal in den Rückschwung und beobachten diesen roten Druckschwerpunkt. Im Verlauf vom Rückschwung sollte sich dieser Punkt normalerweise Richtung hinteren Fuß bewegen. Das heißt, der Spieler lädt sich auf, bringt Gewicht auf sein hinteres Bein drauf. Auch der Schläger bewegt sich nach hinten oben. Jetzt sehen wir, der Wert erreicht hier 83, 84, 85%. Das heißt, am Ende vom Rückschwung habe ich jetzt hier meine maximale Verlagerung auf meinen hinteren Fuß erreicht. Auch sieht man, bei beiden Füßen ist die Verlagerung ein bisschen mehr in die Zehenspitzen gegangen, was sicherlich nicht optimal an der Stelle ist für die Stabilität nachher. So, jetzt sollte sich dieser rote Punkt auch wieder in die andere Richtung bewegen, da man ja im Abschwung wieder versucht, das Gewicht auf den vorderen Fuß zu bringen durch eine gute Hüftrotation, durch eine laterale Verlagerung. Wenn man den jetzt hier beobachtet, dann bewegt sich der wieder hin zur Mitte, hier erreiche ich wieder die Position von 50-50, aber mit beiden Füßen deutlich auf den Zehenspitzen. Sieht man auch hier schön oben in der Druckverteilung, je heller das Farbschema, desto mehr Druck ist in der aktuellen Position. Also man sieht, an meinem linken Fuß ist jetzt in der Position sehr, sehr viel Druck in den Zehenspitzen. Auch in der rechten, im rechten Fuß ist Druck, wobei das normal ist, weil der rechte Fuß durch die Hüftdrehung mehr auf die Zehenspitzen geht. Dann geht es weiter. An dieser Position treffe ich den Ball und hier ist wieder 85% von meinem Gewicht auf dem vorderen Fuß. Das heißt, ich komme gut nach vorne. Man sieht aber, ich bin in beiden Füßen viel zu stark in den Zehenspitzen. Ja? Also im rechten Fuß, wie gesagt, es ist okay, wenn ich eine gute Hüftrotation habe, aber im linken Fuß ist es zu extrem. Hier sollte die Verlagerung wieder mehr in die Hacke gehen. So, jetzt sieht man noch die Durchschwungbewegung, auch jetzt die Stabilisationsphase, wo sich der rote Punkt wieder in Richtung Neutrallinie bewegt. Ja, und wenn man jetzt schaut, nahezu die Finish-Position erreicht, 90% auf meinem linken Fuß, der linke Fuß perfekt ausbalanciert und am rechten Fuß aufgrund der Rotation in den Zehenspitzen. Wenn man das jetzt sich zusammenfassend anschaut, dann kann man sagen, dieser Spielertyp hat eine sehr ausgeprägte Verlagerung von rechts nach links. Das heißt, es hapert sicherlich nicht an der Power. Was wir weiterhin analysieren können, wie viel Kraft bringt der Spieler nach unten auf die Platte und kann er sich auch wieder aufrichten Richtung Treffmoment. Das ist dann mehr im Detail, das versuchen wir in dem nächsten Video mal herauszustellen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass dieser Spieler deutlich Richtung Zehenspitzen wandert, sprich seine Hüfte schiebt sich nach vorne im Treffmoment. Und jetzt ist die Frage, warum ist das für uns, für die Fitting-Thematik wichtig?
An diesem Spieler kann man ja sehr, sehr gut sehen, dass es eine ausgeprägte Verlagerung von rechts nach links gibt. Das heißt, dieser Spieler benutzt seine Beine sowohl in der Rechts-Links-Verlagerung als auch in der Krafteinwirkung auf den Boden und vom Boden weg. Sprich, auf diesen Schaft oder auf den Schläger wird eine erhöhte Spannung oder Kraft einwirken. Also muss ich eher nach Schäften suchen, die eine Ecke stabiler sind, ja, also nicht zu flexibel. Da wir ja wissen, dass die Schafthersteller, es gibt keine Norm, das heißt, der eine Stiffschaft ist nicht gleich stabil als der andere Stiffschaft. Ja. Und wenn wir hier jetzt beispielhalber einen Stiffschaft suchen würden, dann würden wir eher in einem stabileren Stiff-Segment suchen, sodass diese Kraft, die der Spieler auf den Schläger bringt, bestmöglich kompensiert wird, ja, oder ja, korrigiert wird. Im nächsten Schritt geht es um die Instabilität des Spielers von Zehenspitze Richtung Hacke und andersrum von Hacke Richtung Zehenspitze. Hier ist es wichtig, der Spieler wird vermutlich Probleme haben, diese Bälle in der Mitte der Schlagfläche zu treffen. Ja? Also es wird Treffer geben an der Spitze, es wird Treffer geben an der Hacke und die Schlagfläche kann sich während des Treffmomentes verdrehen. Das heißt, die wird nicht immer in der gleichen Position an den Ball kommen, was natürlich nicht gut ist für die Flugkurve und auch nicht gut für die Richtungskontrolle. Dementsprechend macht es keinen Sinn, diesem Spielertyp einen Eisenkopf zu geben, der zu schmal ist und diese Treffer von Zehenspitze nach Hacke nicht kompensiert. Sprich, wir suchen nach einem sportlichen Schläger, aber einen, der eben auch die nötige Komfort oder die nötige Fehlerverzeihbarkeit mitbringt. Als letztes bekommen wir hier in dem Fenster unten links nochmal eine kleine Zusammenfassung über die Schlüsselpositionen, mit denen man sich im Wesentlichen beschäftigt. Also die Startposition, das Top of Backswing, also das Ende vom Rückschwung, der halbe Abschwung, die Trefferposition und der halbe Durchschwung. Als nächsten Screen hätte ich hier ähnlich wie bei einem Launch Monitor verschiedene Performance-Parameter, die ich mir direkt im Vergleich zu einem Tourspieler setzen kann. Das ist auch ein Detail, was wir mit euch in einem späteren Video mal besprechen werden. Ich sehe meine einzelnen Kraftkurven, also ich sehe genau, zu welchem Zeitpunkt bringe ich wie viel Power nachher auf die Druckmessplatte drauf. Und als letzten Part den Schwungrhythmus, was für viele auch ganz spannend ist. Das heißt, wie lange benötige ich von der Zeitachse her für meinen Rückschwung, wie lange benötige ich für meinen Abschwung und in welchem Verhältnis steht das Ganze zueinander. Abschließend können wir hier die Messung als PDF exportieren und euch per E-Mail zusenden, als auch sehr, sehr gerne mit eurem Golftrainer besprechen, so dass ihr hier wieder die nächsten Trainingsschritte ableiten könnt. Wir hoffen, euch hat der kleine Einblick in das Thema der Druckmessdaten gefallen und freuen uns, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut zu einem Eisen oder zu einem Driver-Fitting und diese Technologie vielleicht mit in euer Fitting einbindet. Wir freuen uns über Kommentare, über Fragen, abonniert gerne unseren Kanal und schaut beim nächsten Mal wieder rein.